Brasiliens Tennislegende Maria Esther Bueno ist tot. Sie erlag im Alter von 78 Jahren in Sao Paulo einem Krebsleiden. In den 50er und 60er Jahren galt Bueno als eine der besten Tennisspielerinnen der Welt. 1959 siegte sie als erste Südamerikanerin in Wimbledon. Bueno holte insgesamt 19 Grand-Slam-Titel, 7 davon im Einzel. Ihr elegantes Spiel brachte der Brasilianerin den Spitznamen Tennisballerina ein. 1978 wurde sie in die internationale Hall of Fame des Tennis aufgenommen.